Hi und herzlich willkommen zum allerersten Paint Day. Wir machen heute erstmal ein relativ leichtes Muster, um erstmal so in den Flow reinzukommen. Und was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Als erstes braucht ihr natürlich einen Pinsel. Ich habe hier einen Pinsel in der Größe 1 für die Acrylfarbe später. Dann bräuchtet ihr natürlich auch noch ein Gel bzw. eine Gelfarbe. Hier ein Carbonlack der Firma Jollyfeen. Könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt dafür. Dann natürlich noch eine Acrylfarbe zum Malen. Hier schwarz von der Marielle. Die ist wirklich ganz gut zum Malen. Und dann, wenn ihr wollt, noch ein paar Steinchen. Und ganz zum Schluss brauchen wir dann noch Wasser, um die Acrylfarbe vom Pinsel abzuwaschen. Das wird jetzt natürlich keine komplette Modellage. Ich mache das Ganze auf einem Tipp. Erstmal fangen wir mit dem French an. Das tragen wir schräg auf. Das zeige ich euch jetzt mal hier ganz schnell. Wenn ihr das getan habt, härten wir das Ganze natürlich aus. Dann würde bei einer normalen Modellage das Aufbaugel kommen, womit ihr dann den Apex modelliert. Das mache ich jetzt hier auch nur ganz fix und relativ dünn, damit ich einmal die Kante des Frenchs ein bisschen verschlichten kann. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein und härtet aus. Als nächstes cleanern wir das Ganze natürlich ab und feilen das Ganze nach. Ich mache das hier nur ganz schnell mit einem Buffer, damit ich die Oberfläche anrauen kann und damit das gleich schöner zu malen ist und damit das dann ist, als wenn ihr auf Papier malt. So, dann nehme ich meine Malunterlage. Ich würde euch empfehlen, Plastik, Metall oder Porzellan zu nehmen, damit die Farbe nicht schnell eintrocknet bzw. hart wird. Dann ein Tropfen Schwarz darauf. Könnt ihr natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Und dann legen wir direkt los mit dem Malen. Einfach so ein bisschen auf den Pinsel drauf. Probiert euch da erstmal ein bisschen aus, wie viel Farbe der Pinsel so aufnehmen kann. Und dann fangen wir an der French-Linie den ersten Strich zu ziehen, beziehungsweise den ersten Kringel. Dann machen wir auf der anderen Seite den zweiten Kringel. Fangt am besten immer mit der dicksten Stelle des Strichs an. Das heißt, wenn ihr einen Strich machen wollt, der von dick nach dünn geht, fangt mit der dicksten Stelle an. Dann wird es automatisch zur Spitze hin immer dünner. Und dann machen wir einfach noch mal so ein paar weitere Kringel. Dann noch ein, zwei Blättchen dazu. Dann noch ein Kringel zum Abschluss für das Blatt. Dann möchte ich noch ein Steinchen da drauf platzieren. Dazu streiche ich das Ganze erstmal einmal mit Versiegelung ein. Am besten ist bei Acrylfarbe immer zweimal Versiegelung, damit der Kunde wirklich lange was davon hat, nicht dass er sich das irgendwo mal abschrappt. Deshalb gerne immer zweimal versiegeln. Ich mache es hier aber nur einmal. Und dann nehmt ihr euch einfach ein Nail Art Tool. Das kann ein Dotting Stick sein, das kann aber auch ein Rosenholzstäbchen sein. Das kurz in die Versiegelung eintunken, wirklich nur mit der Spitze, und dann könnt ihr auch schon das Steinchen damit aufnehmen und auf den Nagel setzen. Dann am besten noch mit dem Nail Art Tool an die Seiten so ein paar Punkte setzen an den Stein mit der Versiegelung, damit ihr so eine Art Fassung für den Stein macht, damit er nicht so schnell abfallen kann und damit auch der Schliff schön hervorkommt. Das war es jetzt auch schon mit diesem kleinen Muster. Ich hoffe, der Paint Day hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, gern einen Daumen nach oben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.